So, wir haben noch ein paar ja, Sammelgegenstände, glaube ich, hier irgendwo. Was? Da ist noch einer. Haben noch nicht aufgeräumt? Nee, den holen wir uns jetzt. Da laufen wir jetzt schnell hin. Bevor Papa Salazar das rauskriegt, dass wir hier alles unordentlich hinterlassen haben. Da ist auch schon wieder einer. Da ist schon wieder einer. Oh, weg war er. Weg. Wieder teilweise immer noch wieder zurückkommen. Frechheit. Aber hier ist eh der Übergang frei. Wir haben uns ja jetzt ein paar Abkürzungen erkauft. Alles offen hier, sehr gut. So was mag ich immer, wenn das dann später... Das ist cool, ja. Ah, geil. Aus dem Weg! Nicht schlecht, ne? Aber er braucht auch so ein bisschen Bestätigung. Ich wollte gerade sagen, muss auf den Headshots hier noch gelobt werden. Sympathisch. Er ist halt, ja, er macht seinen Job, aber man will trotzdem manchmal auch ein bisschen Lob haben. Die Leute gewöhnen sich so daran, dass man das alles sehr gut und sauber macht und dann sagt man halt Danke. Dass man praktisch seine Arbeit immer perfekt erledigt. Ja. Die Leute sind da verwöhnt. Ja. Andere Leute dann mal 5 Minuten lang keine Scheiße bauen, dann ist immer gleich, oh, wie toll. Aber wenn du die ganze Zeit vernünftig arbeitest, ja, nee, das ist ja immer so, ne? Ja, danke. Das ist, glaube ich, mit einer der größten Lektionen der Arbeitswelt. Man darf sich nicht zu viel Mühe geben. Ist auch gut, dass die jungen Leute ein bisschen Tipps bekommen. Ja. Ehrlich, am Ende hast du immer eher die Arschkarte. Ja, sich alle dann gewöhnen und dann davon ausgehen, dass das ja einfach immer so weiterlaufen wird. Ist das hier auf der Ebene? Bist du okay? Ja, hier, das ist hier hinten, ne? Ah. Ah, jetzt habe ich keinen Schlüssel dafür. Ah, toll. Ja, geil. Den ganzen Weg. Meine Flüsse. Aber dieses Gewehr mit den Headshots, das macht schon unheimlich viel Spaß. Das ist sowieso, also das Trefferfeedback in diesem Spiel ist so Gold wert. Das macht es auch immer wieder spielbar. Also deshalb will ich auch das Original, das hatte auch schon ein gutes Trefferfeedback, aber deshalb will ich das immer wieder spielen. Das ist echt super. Super gut, kann man gar nicht oft genug sagen. So. Jetzt sind wir wieder hier, das heißt, wir können wieder in den großen Saal und die drei Köpfe anbringen. Genau. Mhm. Gut, man muss auch nicht selber jetzt irgendwie die richtige Reihenfolge machen. Nee. Nummer 3. Aber gleich Besuch, Leon, natürlich. Hinter dir! Zurück! Der ganze Sadomaso-Trupp dann gelaufen. Oh nein! Los! Lauf! Schießt unsere ganze Munition. Ja. Oh ne, hat er jetzt nicht schon wieder eine andere Waffe? Das ist doch nicht unsere normale Waffe. Nicht? Nee, ich glaube, das ist die Standardpistole, oder? Unsere hat doch nicht so einen silbernen Lauf, die hat doch so einen schwarzen Lauf, hab ich gedacht. So genau habe ich anscheinend nicht aufgepasst. Ich lauf nicht weg. Du bist gerade weggelaufen, Ashley. Wart auf mich, Leon. Warum sollst du auch weglaufen vor denen? Ja, das war die Aufgabe.
Alles falsch gemacht. Oh, ich bin Ashley. Ja, das gab es ja im Original auch schon, dass man da Ashley gespielt hat. Aber ich glaube, da war doch dann der Abschnitt, dass das mit der festen Kameraperspektive war. Das weiß ich nicht. Teilweise. Ich weiß auch, dass man halt durch diese Bibliothek oder was das hier ist, läuft. Mhm. Also ich glaube, da war das... das ist wie viele Bücher, ja. Da hatte man dann eine feste Kameraperspektive. Huh. I don't know. Aber hier ist auch sehr schön, dass die Lampe auch wieder volle Schatten wirft. Ist halt doch wichtig für die Stimmung. Oh. Das Geile ist, sie läuft so scheiße. sie läuft so mädchenhaft. Also so blöd. Also guck mal, wie sie die Arme da hält. Also, ach so, ich dachte, die Steuerung wäre komisch. Nee, die Steuerung ist total normal. Ah, aber okay. Sie läuft halt, sie ist so komisch animiert. So, was soll denn? Lauf ich auch, was ist das Problem? Ist das eine Uhr? Das finde ich normal. Ashley, das ist eine Uhr. Hier, da sieht man wieder die Superreichen mit ihren verwöhnten Leben, die wissen nicht, was eine Uhr ist. Der was Weg soll so eine Banane schon kosten? $10? Die ruhenden Ahnen antworten zur vorbestimmten Zeit. Suchst du den Segen des Herrn, so habe Mut und fürchte nicht die Dunkelheit. Ach, sehr gut. Das hat jetzt nicht weitergeholfen, außer dass ich die Uhr wahrscheinlich jetzt hier einstellen muss. Sie ist auch immer wahnsinnig schnell aus der Atem. Also sie könnte ja, das weiß ich halt vorhin. Vor allem das Schlimme ist, ich habe das vorhin einmal gesagt und dann konnte ich die nächsten 5 Minuten, habe ich die ganze Zeit gehört. Und dann habe ich es zum Glück wieder vergessen. Weil... Also ich sage euch, achtet da nicht drauf. Das funktioniert. Wenn man einmal drauf achtet, dann begleitet sich das ein paar Minuten lang. Das ist furchtbar, als vorhin Leon gespielt hat, ganz im Hintergrund. So. Steht da jemand? Obwohl auch das wieder realistisch ist. Also wenn ich hier zum Aldi gehe, bin ich auch hier. Wenn ich von unten an der Straße bin, klinge ich schon aus, so von daher. Ich darf mich nicht beschweren. Ja, das kenne ich gut. Es fehlt hier irgendwas. Mir ist eher so ein Röcheln, aber es ist nicht so ein... Kommt auch schon Blut. Also das blutige Taschentuch, das kommt erst noch. Sackgasse. Habe ich noch 5 Jahre, glaube ich. Oh Gott. Das wird wirklich nicht besser. So. Eine Geheimtreppe? Führt vielleicht zu einem geheimen Zimmer oder so. Der ganze Aufbau von dieser Bibliothek ist so merkwürdig. Ach, meinst du, die irgendwas in dem Spiel von den Wegen und Türen ist ein bisschen seltsam? Aber, schön, dass sie dann trotzdem glaubt, dass das dann das eine Geheimding ist. Also das eine Geheimgang, der dann entscheidend ist. So, warte mal, jetzt haben wir hier. Oh. Wie nervig das für den Salazama war, wenn der mal irgendwie ein bestimmtes Buch wollte, der ist dann 5 Köpfe irgendwo einsetzen muss und dann Schlüssel finden, die Geheimtreppe runterlassen, ja, das ist für alle blöd, diese ganzen geheimen Zugänge, das ist immer total. Weißt du, wollte man wieder das Kochbuch gesucht, weil er wieder mal irgendwie Spaghetti Carbonara machen wollte, hat vergessen, wie es geht. Und dann muss er halt den ganzen Aufwand machen. Da ist auch kein Bock mehr, dann isst er auch dann doch lieber wieder Trockenbrot. Bevor du dir den ganzen Quatsch gibst. Hinten ist er, ne? Das hört sich zumindest an, wenn du nicht gesehen hast. Haha! Ich hau lieber ab. Hau ab. Oh, welcher ist das? Der war's nicht. Offensichtlich der nicht. Vergeht die Zeit währenddessen? Schauen wir nicht. Ja, von daher. Auch egal, ist alles gut. Inventarzeit wird respektiert. Das ist wie mit den bei Prototype, mit den ans Telefon gehen. Der letzte. Und das ist noch besser, da hält er die Zeit nicht an, sondern sie warten einfach ganz höflich. Das ist ja noch besser.
Kannst du mal ganz kurz nochmal nachschauen, parallel, für welches Studio hat Prototype gemacht? Weil irgendwie hatte ich letztens was mit von wegen, ah ja, das waren dann die Prototype-Entwickler. Und irgendwo hatte ich ein Spiel von denen. Aber ich weiß nicht mehr. Schauen wir doch mal kurz. Das finden wir schnell raus. Über welchen Weg ich quasi bei denen gelandet bin. Also, Entwickler ist Radical Entertainment. Was haben die sonst noch gemacht? Die haben Crash Bandicoot Sachen in Action Pack gemacht. Was haben die noch gemacht? Scarface. Simpsons Hit Weiter and Run. Weiter vorne. Simpsons Hit and Run. Ja, okay, das könnte gewesen sein. Hulk. Tetris World. Dark Summit. Simpsons Road Rage. James Cameron's Dark Angel. Bloodlines. Also nicht das Vampire. Also ein anderes Spiel, das einfach nur Bloodlines heißt. X Games Pro Border. Die haben viel Sportspiele gemacht. NHL Powerplay 96. NHL Championship 2000. Womit haben die so angefangen? Independence Day. Mario's Time Machine. Mario's Missing. Das ist doch dieses PC-Spiel. Oder? Eine wenigen PC-Spiele von Mario. Pele 2 World Tournament Soccer. Ja. Prototype 2 haben sie später gemacht, überraschend. Ja, aber irgendwie, ich glaube, dann war ich wahrscheinlich irgendwie auf die gekommen wegen dem Simpsons Hit and Run, als ich den Text von für das Video letztens gegengelesen habe. Also jetzt hier die Insignie. Um diesen gottverlassenen Ort zu entkommen, brauche ich die Insignie der Familie Salazar. Doch um sie zu holen, muss ich ins unterirdische Mausoleum, dorthin, wo diese scheußlichen Rüstungen warten. O gnädiger Gott, lass dein gerechtes Urteil über diesen gottlosen Thronräuber, das wahnsinnige Monster walten. Das ich sage, schreibt ja auch null gnädiger Gott. Vielleicht ist das so eine Aussage. Und möge, stimmt, da fehlt eigentlich so ein H, ne? Und möge dein gesegnetes blaues Licht deinem ewig treuen Dienern Schutz gewähren. Also blaues Hast du das Licht. Gefühl, das ist ein Tipp? Ja, es könnte ein Hinweis sein. Also hier komme ich auf jeden Fall nochmal mit Leon lang, weil ich kann hier das ganze Zeug nicht einsetzen. Hier brauchen wir die Uhrzeit. Das muss der Leon machen. Der Leon macht. Mach mal was, Leon. So. Ja, die Macht zu machen. Hier, 11.04 Uhr. Das, Es ist so dumm, es immer was mit Uhr, da muss ich immer an einen dummen Spruch denken. Es gab mal, in Bremen wurde das eingeführt, dass man beim Bus ab 20 Uhr vorne beim Fahrer einsteigen muss und seinen Fahrschein vorzeigen muss. Ja, das haben wir in den Städten, glaube ich, auch. In der Theorie macht nur keiner. War halt vorher aber nicht, bist einfach irgendwann eingestiegen. Aber ab 20 Uhr war es dann halt, musst du vorne einsteigen beim Fahrer, den Fahrschein vorzeigen. Okay, und um diese Information zu verbreiten, hatte damals so eine Kampagne von den Bremer öffentlichen Verkehrsbetrieben. Und die hieß 20 Uhr Fahrertür. Und das ist halt ein Marketing-Geniestreich, weil das ist 20 Jahre her oder so. Und ich muss mal immer von Uhrzeit, irgendwas egal. Du schreibst ja 11.04 Uhr, musst immer sagen, 11 Uhr Fahrertür. Und, hey, es ist jede Uhrzeit, denke ich, diesen Scheißsatz. Das hat sich, ich habe auch so Parasiten im Hirn, die mit was eingepflanzt haben. Das ist so dumm, ey, wenn sich das ausgedacht hat. Hammer. So, ja. Das ist nicht so richtig. Guck dich. Wo muss er jetzt hin? Da hinten. Ja, aber irgendwie ein bisschen cool. Es ist super. Es ist schon gut, ey. Ist hier noch irgendwo? Wie gesagt, es war irgend so ein Genie, das das erfunden hat. Das hat einfach geklappt. So, hier, 11.04 Uhr. Auf die Tür. 11 Uhr auf die Tür. Ja, vielleicht sollten wir doch ins Marketing gehen. Das ist ja nur geklaut, obwohl das Marketing ist ja auch vieles nur geklaut. Von daher. Passt doch perfekt. Da geht schon noch was. Nicht auf der Stirn achten, die ganze Zeit übrigens. Mach schon. Danke für den Hinweis. Aber wie geil, dass das Bing auch noch so laut ist. Gott sei Dank.
will nie mehr eine Rüstung sehen. Was habe ich gerade gesagt? Darf sie ja nie wieder zurück nach Hause. Das ist ja die USA, die ganze Rüstungsindustrie. So, warte mal. Das ist im falschen Land. Da, Schlange. Vogel, so ein Hirsch und. So eine Flamme. Versuch zu identifizieren, was das sein soll da rechts. War da eine Schlange dabei? Ja, ich glaube, es kann eine Schlange gewesen sein, ja. Zumindest. Sah schon so aus. Ja, doch. Also Vogel, Hirsch und Schlange. Also die klassischen Bremer Stadtmusikanten. Ja, genau, jetzt bewegen sie sich nicht. Die Münchner Stadtmusikanten sind das. Da haben wir jetzt mal bei Garten vor. Das ist auch so geil. Und? Au. Nein! Oh, sie braucht vor allem einen Schlag, ey. Oh. Ja, die hält nicht viel aus. Luminous. Wie bitte? Naja, also. Kriegt ihr von so einem Mutantenritter so eine Axt in den Rücken? Da ist der Vogel. Eins fehlt immer noch. Die Schlange, ne? Ja. Das sind vier. Da unten war noch was. Nur die oberen drei. Ja, unten auch was. Ich bin aus dem Raum nicht rausgekommen. Ein Schatz. Nicht den Schatz im ersten Level vergessen. Nein, auf gar keinen Fall. Die Zeit muss sein. Okay. Was zum? Was zum? Es gibt ja irgendwie im Bayerischen dieses Zefix, ne? Ja. Ich habe damals gedacht, als ich neu war und dann, als ich hier nach München gekommen bin zur GameStar und dann, was ich, Daniel, der Michi, ist mal so gesagt. Und ich dachte, das wäre einfach nur so eine bayerische Variante von The Fuck. Ja. Ist das gar nicht so, aber ist das ein richtiges bayerisches? Weil ich glaube schon, oder? So ein richtiges bayerisches Ding. Das hat nicht, das ist nicht um das Moderne, sondern so statt The Fuck sagt. Weiß ich, wie sie gerade so Worte. Schon so. Das weiß ich gar nicht genau, wie man das. Ich dachte, das wäre so wie Scheibenkleister oder so zu fixen. Weil ich glaube, das ist das Richtige im Bayerischen. Aber es dachte ich, sie hat nur so ein dummer. Wie sie sich hier voll aufregt. Ja, sie findet das auch alles nicht mehr okay. Sie hat echt keinen Bock mehr auf die Schwarze. Aber sie ist auf jeden Fall deutlich besser geschrieben als die Ashley aus dem Original. Okay. Seid galant und haltet still, ja? Das weiß ich halt nicht mehr. Ja, also da ist sie. Also Ashley ist da viel. Unterwürfiger und kommentiert auch kaum was und ist sehr, sehr so in ihrer Opferrolle. Scheiße. Wer hat jetzt keinen guten Speicherpunkt? Ja, bestimmt am Anfang des Raumes hier. Nein, ja, war's. Okay. Man sieht schon wieder die. Seid galant und haltet still, ja? Die ekligen Innereien da durchscheinen. Das war auch gerade ein bisschen was von Atomic Heart. Da gibt's sowas aus. Kannst du da durchschleichen, dass er dich gar nicht benutzt? Oh ne, okay, so viel dazu. Die Antwort ist nein. Ah, falsche Taste! Mach auf! Mach zu! Ah! Scheiße, ey! Tschüss, ihr Deppen. War voll. Gott sei Dank. ja, klar. Viel zu Gott sei Dank. Oh Gott. So auch so ein bisschen so ein Glücksspiel, da vorbeizukommen. Kannst du verstehen, warum ihr keinen Bock mehr auf die Scheiße habt? So, warte mal, jetzt müssen wir so gucken, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen. Immer eine gute Frage. Hier lang. Ah! So schnell. Und dunkel ist es.
Warte mal, unsere Lampe da hinten. Doch, schon richtig, oder? Ich glaube schon. Ja, ja. Sieht gut aus. Runter da. Und jetzt hier irgendwo. Man sieht ja auch nichts. Ich habe die Lampe nicht mehr. Ja, ich weiß. Das war kein Vorwurf. Aber falsch. Licht zumindest nicht. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Das geht hier auf der anderen Seite lang. Schnö. Also sonst wäre hier nämlich auch mehr Licht. Das ist, glaube ich, das war der Weg, von dem wir ursprünglich gekommen waren. Ich glaube, ich dachte, dass man vielleicht auch da lang geht oder so. Anscheinend nicht. Wir müssen hier lang gekommen. Wir müssen in diesen Raum zurück, in dem die Insignie war. So rum. Hier ist zumindest wieder ein bisschen heller. Ja, das ist ein Hinweis, ein subtiler Hinweis des Spiels. Ja. Geh ins Licht. Folge dem Licht. Da. Boah, scheiße. Fast geschafft. Sehr gut. Hier, hier, hier. Insignie rein. Hau rein. Irgendwo ein Schatz. Vergessen, weil ich habe immer noch den Schlüssel. Leon! Ashley, alles okay? Ja. Warte, ich hol dich da raus. Komm schon, Ashley, push ein bisschen. Kommst du runter? Ich fang dich. Ja, ist gut. Ich hätte ja voll gegen die Gitterstäbe geworfen. Dann wäre er so blöd abgeprallt und irgendwo in so ein. irgendwo und verschwunden. Gulli hier reingekommen. Ja, ja. Ah! Sieht auch fies aus. Das ist General Grievous von Star Wars. Der sieht aber echt mal fies aus. Hallo, fuck. Sie fix, wie die Bayern sagen würden, vielleicht. Weiß nicht. Vielleicht, wir wissen es ja nicht genau. Wer weiß. Wir wissen ja nicht genau, was die Bayern damit meinen. Man weiß eh nicht, was die sagen und machen. Da steht doch kein Schwein. Gut, das ist aber eine gute, das passt sehr gut hier vom Timing her, weil dann können wir hier die Folge beenden und in der nächsten Folge weitermachen, weil ich jetzt zum Beispiel in den Osterurlaub muss. Schlagen wir ein neues Kapitel auf in der nächsten Folge. Genau. Bis denn, macht's gut, ciao. Bis dann, ciao.